Hallo meine Lieben, heute zu Gast wieder unsere gute Bündi. Wir werden etwas Bier probieren und ich habe gehört, du bist ein großer Bierfan. Oh nein, ich mag. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. 8 verschiedene Biersorten, die uns direkt ins Auge gesprungen sind, ausgesucht. Fangen wir an mit Eibauer, das ist ein Schwarzbier. Hast du das schon mal getrunken? Nein. So, na dann gucken wir mal, wie es schmeckt. Prost. Ich mag das. Gut. Ja. Echt? Ja. Es ist nicht so stark für mich, also es ist sehr lecker. Du kannst ja am Ende alle austrinken, gar kein Problem. Dann wäre ich also betrunken sein. Oder? Das ist der Plan. Oh ja. Was ist drin? Also Bier. Ja, stimmt. Sehr, sehr aromatisch und so wie ein, ich weiß nicht, aber es schmeckt ein bisschen so wie Cola. Es ist ein bisschen leicht für mich, trotzdem ist es so, so lecker. 한국 맥주보다 좀 밀인지 뭔지 모르겠는데 이 재료 맛이 되게 잘 느껴지고요. 그리고 왠지 모르게 콜라 맛이 조금 있어요. 아주 아주 약하게. 근데 그 단맛이 아니라 그 다른 콜라의 맛. Als nächstes haben wir hier Bitburger. Das ist eins der am häufigsten verkauften Biere 2018. Hast du schon mal Bitburger getrunken? Weiß ich nicht, vielleicht. Soll ich den Hut wieder... Den Hut? Decke. Decke. Sag's mir. Ja, nicht so viel. Wir haben noch ein bisschen was vor. Ja, stimmt. Prost. Prost. Wenn man prostet in Deutschland, muss man sich in die Augen schauen. Mhm, wenn nicht. Die 7 Jahre schlechten Sex. Oh nein. 독일에서 짠할 때 눈 안 마주치면 이제 7년 동안 잠자리가 좀 나쁘대요. 그런 말이 있어요. 그래서 꼭 독일에서 눈을 마주치고 짠을 해야 됩니다. 짠. 7 Jahre. Ist es Pilsner? Ja. Ah ja. Muss ich erstmal lesen. Premium Pilz. Ja. Stimmt. Aber es ist gut. Also mein Favorite ist es nicht, aber ich trinke das gerne mit Sprite drin. So wie Radler oder ja, Eis genau. Dann? Ja genau, ich bin Radler-Fan. Also nicht Fahrradfahren, sondern Bier. Radler ist nicht Bier. Kein Bier. Aber du bist Deutsche. Ja und? Du musst immer Bier trinken. Also immer, jeden Tag. Immer. Nach dem Aufstehen direkt, oh erstmal ein Bier. Ohne Sprite. 되게 필스너 종류인데 필스너 종류가 끝맛이 있어요. 약간 저는 개인적으로 ich mag Pilsner nicht so gerne normalerweise, aber es ist gut. Es gibt einen Nachgeschmack. Pilsner가 그런 게 있어요. 근데 확실히 한국 맥주보다는 조금 그 가벼운 게 없다고 해야 되나? 무거운 맛이라고 해야 되나? 그런데 맥주 중에 독일 맥주 중에서는 그래도 가벼운 편이에요. Ich habe, wie gesagt, von Bier gar nicht so viel Ahnung, ne? Weil ich trinke immer Gösser. Und wie du ja schon sagtest, Gösser ist kein richtiges Bier. Es ist ein Saft. Als nächstes haben wir Elephant von Carlsberg. Frenze hat mir das empfohlen. Sie sagte, das ist geil. Eigentlich habe ich schon das probiert. Tja, egal. Also in Südkorea es ist es höflich, wenn jemand also gegenseitig Bier angießt, weil es ist höflich. Weil in Südkorea ist es immer, wenn du trinkst, du musst immer mit anderen Leuten trinken. Huh. Und wenn du alleine trinkst, scheiße. Es gibt keine Kommunikation oder okay. Prost. Das ist süßer, ne? Ich mag das. Im Späti kann man das sehr oft finden. Aber es ist sehr, sehr gut. Togire, Berlin, Mann. Nur in Berlin. Das weiß ich nicht. 그 제가 지금 베를린에 살고 있는데 베를린 다른 도시에서는 키오스크라고 부르는데 이제 독일 상점들이 문을 되게 일찍 닫아요. 보통 8시에서 10시 사이면은 대부분 닫는 편인데 이제 저 같은 술 좋아하는 사람들을 위해서 술집을 안 가고 그냥 혼술을 하고 싶을 때 슈피티라는 그 베를린 작은 그 뭐라 하지? 작은 구멍가게 비슷한 게 있어요. 담배도 팔고 과자도 팔고 술도 팔고 하는데 독일어로 늦다라는 말이 이제 슈피트이라고 하는데 거기에서 파생된 이름이에요. 슈피티. 귀엽게 표현하는 게 이를 붙인다고 하네요. 사만다가. 마사람, 마사람, 마사람. Besser als das, ne? Ja, finde ich auch. Elephant라는 Carlsberg Elephant가 되게 세지 않아요, 알코올이? 7.5, also 7.5.
이게 방금 먹은 마신 칼스백 엘레펀트라는 술이 맥주인데 되게 도수가 높아요. 7.5. 지금 콤마뷰. 그래서 엄청 맛있어. 도수가 높을수록 여러분 술은 맛있어집니다. Das nächste ist ein ganz typisches Berliner Bier. Das heißt Berliner Weiße und es gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, weil man das mit Sirup mischt. Und die klassischen Geschmacksrichtungen sind Waldmeister und Himbeere. Weißt du was, ich habe das nicht niemals probiert. Echt nicht? Also ein Mann hat mir gesagt, das ist ganz süß. Lass mal erstmal so kosten. Ah! Und deswegen habe ich auch noch einen schönen Sirup geholt. Wieso hast du mir das gegeben? Um dich zu ärgern. Ja, viel besser. Ja. Oh. Wie kannst du das trinken? Ich mag lieber süß. Töge ich heuer. Honey. Maser. Umzug heuer. Umzug Maser. Ich Bier noch probiert zu. Das ist kein Bier. Das ist ja, klar. Bierspezialität. Berliner sind verwirrt. Oh ja. Oh, that's true. Ich mag das, wenn Bier ist, so wie das mehr Kohlensäure drin. Ah, okay. Okay. Also, Helles, 저희가 지금 마신 게 헬레스인데, 한국 맥주랑 그래도 맛이 조금 비슷한 편이에요, 헬레스가. 제 생각에는. 되게 독일 맥주치고 되게 라이트하고, 가볍게 즐길 수 있는, 저는 밥 먹을 때 보통 헬레스를 같이 먹어요. Das ist nicht so schwer. Ja. Yeah. Ist gut. Heit? Ja, ich wollte auch gerade sagen, es schmeckt wie Heid. Mm. Next one! Feltins. Habe ich nichts zu sagen. Hast du schon mal getrunken? Glaube ich schon. Na dann? Feltins. Ist auch eins der am meisten verkauften Biere 2018. Und das und. Berlin das und das Kindle und nicht? Und das ja, nicht. Kann man das glauben. Das ist wieder viel Star. Aber das ist nicht so schwer, das ist leicht. Das ist. Ja. Hm. Ja. 그냥 되게 가볍고 아까 말했듯이 필스너에서 느껴지는 그 끝맛이 있고 Als nächstes haben wir mal einen Hefeweizen. Also, ich finde deutsche Bier sind immer sehr gut. Also, das nicht, aber ich mag das also. Ah, so gut. Ich mag es gar nicht. Nee? Warum? Wie kann man das nicht machen? Lass mich mal probieren. Und? Ich mag den Nachgeschmack nicht. I respect you, but... But no, I don't. Well, it's better you can have it. Ja. Ah, es ist so gut. Ey, ich trinke alles, mega. Samantha는 동의를 안 하는데 제가 마셨을 때는 늘 약간 끝맛이 바나나 맛이랑 되게 비슷해요. 그리고 되게 풍부하고 되게 rich? 하고 그리고 제가 제일 좋아합니다. 예, 정말 좋아요. 정말 정말 정말. 이거는 이제 파울라나 헤비바이츠 둥클인데 나중에 독일 오시면은 혹은 독일에 계신 분들은 Ich habe auch einen Radler ausgesucht, was trotzdem noch ein Bier ist. Steht da, auch wenn du das nicht so siehst. Hat Zitronengemisch und das ist ein totaler Berliner Klassiker. So? Stopp. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich finde, da ist ein kleiner Unterschied, aber es kaum der Rede wert. Oh. Ist okay. Es schmeckt gut, aber ich denke, das ist kein Bier. Wenn ich trinke, ich will ein bisschen tipsy sein. Also deswegen trinke ich. Ja, gut, macht Sinn. 되게 달아요. 달기도 하고 약간 레몬이랑 섞인 맥주 맛인데 저는 개인적으로 단 걸 안 좋아하고 이게 도수가 2도거든요? 그래서 술 마시는 느낌도 안 나고 저는 술을 마시면 취하려고 마시는 게 이렇게 술을 마시는 묘미 아니겠습니까? 근데 그 사먹진 않아요. 제 돈 주고 술로써 사먹진 않아요. 아, 근데 맛은 좋아요. 맛은 좋아요. Welches Bier hat dir am besten gefallen? Das ist mein final thought. Warum? I don't even have to explain warum. Ah, so schlimm. Und Pilsner, Pilsner, ich mag Pilsner nicht so gern. Und Helles war okay. Gestern ist okay, okay. Also das ist kein Bier, trotzdem es schmeckt. Es steht aber Bier drauf. Ich kann nicht sehen. Hey! Elephant ist auch gut. Die zwei sind gleich. Also die sind auch dunkel, ne? Ja.
Eigentlich mag ich starke Bier. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob euch das Video gefallen hat. Und falls ihr irgendwelche Biersorten habt, die Inji testen soll, bitte lasst uns das wissen. Lasst uns ein Like da, kommentiert und so Sachen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert, denke ich mal. Das gibt es ja schon ein paar Jahre. Und wenn euch gefallen hat, dass diese Frau in meinen Videos war, dann wird sie öfter auftauchen. Alles klar, wir sehen uns irgendwann. Bye! Next time, Korean tries German man. Mein Vater sieht das Video. Okay, sorry, Papa. Cut this video.